So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal habe ich gesagt, ich suche das Troll-Level aus dem Endless One nochmal raus. Und da ist es. Ich gehe davon aus, dass es ein Troll-Level ist, wie gesagt, allein vom Anfang her. Ne? Mit den Swamps, das war schon sehr komisch. Aber wir gucken mal. Also, ne, weil hier, der löst sich irgendwie automatisch aus. Ich glaube, wenn ich da... Ich glaube, da will ich nicht rein. Da oben ist aber auch einer. So. Den da oben würde ich gerne killen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt so erwische, wenn ich den jetzt hier oben... Ich habe wieder den da oben... Ich habe gar keinen gekillt. Ach, ich kann ja so hoch. Ja, habe ich schon verhauen. Na, hier würde ich gerne mit dem Pau rein. Was anderes scheint auch gar nicht möglich zu sein. Na, hier kommt man auch nicht rüber. Da drüben ist auch nichts anderes. Und das hier unten erscheint mir halt nicht als der richtige Weg. Allein schon von dem Signal her. Deswegen gehe ich davon aus, dass es hier oben weitergeht. Erwischt. Okay, irgendwo ist ein Block, wo ich durch kann. Oh, jetzt wird's kritisch. Wo ist der Block? Hier. Da komme ich hoch. Hier komme ich überall hoch. Da drüben nicht. Nice. Okay. Wie gesagt, es ist ein Troll-Level. Eieiei. Okay, aber der war gut. Kein schlechter Troll. Kein schlechter Troll. So. Okay, dann sollte er den auslösen. Und wie soll ich jetzt da hochkommen? Ah, der soll den nicht auslösen. Got it. Verstanden. Na, wo ist er? Nehmen wir den. Und hopp. So. Wenn ich nah genug hier drüben rüber gehe, ja, dann löst er den nämlich gar nicht erst aus. Jetzt ist die Frage, ich könnte hier hoch. Nee, kann ich nicht. Ich muss hier runter. Landen wir erstmal hier. Was ist da drin? Da drüben sind Blöcke. So. Ich kann da mal gegenrollen. Okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Was ist da oben? Nichts. So, ich sehe die Blöcke. Ich will nicht in die Röhre rein. Aber ich komme hier durch. So, hier kann ich nichts tun. Ich muss in die Röhre rein. Und hier rüberlaufen tut auch gar nicht weh. Okay. Von der Seite kann ich nicht in die Röhre. Ich muss von der Seite in die Röhre. Okay.
Okay, ich kann darüber. Das ist der Anfang. Das hat mir gar nichts gebracht. Außerdem... Okay, doch nicht den Tod. Normalerweise würde man jetzt denken, wenn ich hier durch die Röhre gehe, sterbe ich an der Pflanze. Aber ich glaube, irgendwas über der Pflanze kann man das... Ja! Über der Pflanze ist... Aber ich weiß nicht, ob der ausgelöst wird. Wir probieren es aus. Genau das nämlich. Und jetzt kann ich nämlich den Checkpoint auslösen. Und der Weg hier wäre nämlich der Tod gewesen. Ganz genau. So ein bisschen was lerne ich aus Troll-Leveln, die ich mir anschaue. So. Jetzt ist die Frage, was ist das für eine Röhre? Ah ja. Die war dann einfach nur... Die soll einfach nur dem Spieler vormachen, dass man da reingeht und da rauskommt. Aber das tut man gar nicht. Okay, soweit, so gut. Bisher sind es faire Trolls. Also bisher ist alles in Ordnung. So, das suggeriert mir, ich soll springen. Dann springen wir. Ja, an sowas sollte ich denken. Das, sowas kann passieren. Jetzt brauche ich die Katze natürlich. Ja. Okay, okay. Nehme ich. Das sind so diese typischen Trolls. Du verlässt die Röhre, kommst nicht mal in die Röhre ran und dann zeigt dir die Röhre, was sie Tolles für dich gehabt hätte. Genau solche Trolls sind das. Sehr schön. Mist. War nicht lang genug drüben, um zu sehen, was in der Röhre ist. Also, um es rauszuholen. Ich weiß ja, was in der Röhre ist. Also, bleib mal ein bisschen länger drüben. Nice. Hier noch irgendwas versteckt? Scheint nicht so. So. Das Problem bei der Katze ist, manchmal gibt es so Trolls, dass bei einem Gegner, den du dann so angreifst, ein Block ist, der dadurch ausgelöst wird. Deswegen greife ich den jetzt gerade nicht an. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein versteckter Block ist. Okay. Okay, ich könnte jetzt hier rein, ich könnte aber auch da weiter hoch. Da kann ich nicht. Ich könnte aber auch hier runter. Na klar. Ist jetzt die Frage, sehen wir hier schon was, was wir noch nicht sehen? Oh, ich lande hier in der Lava jetzt gleich. Da unten ist bestimmt nur Lava für mich. Nee. Oh, aber ich sehe so ein bisschen, was hier passiert und wo ich sicher bin. Na? Hier zum Beispiel bin ich safe. Aber da muss ich erstmal reinkommen. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Komme ich da nochmal rüber? Ansonsten haben wir ein bisschen was gesehen. Jetzt ist es auch nicht verkehrt. Ah, ich... Ja, ich bin lost. Da komme ich nicht mehr hin. Mist. Nee, keine Chance. An der Röhre kann man auch nicht vorbeispringen oder so, ne? Irgendwie so. Nee, ich glaube nicht. Na gut, dann gehe ich mich kurz umbringen. Und dann wissen wir ja Bescheid, was ich tun muss. So die ersten Schritte. Wenn du dich in einem Troll-Level selbst trollst. Nein, ich wollte nicht wieder rein. Wie sorge ich denn dafür, dass dieses Ding auftaucht? Ich muss schon eine gewisse Zeit... Ja, perfekt. Okay, das macht gar nichts. Ich hätte gedacht, das macht was. Ja gut, dann habe ich mich da getäuscht. Hab's jetzt einfach mal probiert.
und wir probieren immer erst das andere. Der wird nach rechts fahren. Ja. Da unten ist eine rote Röhre. Da unten ist die rote Röhre, die zu den Bum-Bum führt. Genau. Und jetzt sehe ich nämlich, welcher Weg safe ist. Und jetzt wissen wir aber auch, da ist einer, der macht bis so nach unten die Blöcke. Bis zu der Röhre runter. Deswegen fahren wir einmal rein und fahren wieder raus. Okay, der löst ihn nicht sofort aus. Das heißt, ich kann hier stehen. Die anderen lösen sich noch gar nicht aus, okay? Hä? Okay, interessant. Ich hätte gedacht, die kommen jetzt hier in Bewegung. Tun sie aber nicht. So, ganz langsam. Jetzt ist die Frage... Okay. Es gibt nur die eine... Also, ich kann nur von der Seite ins Ziel. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Ja, das ist ja egal. Der eine Fisch ist ja egal. Okay. Das war gar nicht so spektakulär wie erwartet. Aber es hatte eigentlich faire Trolls, wenn wir mal ehrlich sind. Das kriegt ein Like. Kann man spielen. Ist jetzt